Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Fire Emblem Fates. Wir sind immer noch mit Nebenquest Nummer 2 beschäftigt, die sich um den Sohn von Svenja dreht, nämlich Kana, aktuell in der Wilddrachenform. Und mehr gibt's dazu eigentlich nicht zu sagen. Wir haben uns beim letzten Mal schon ganz gut geschlagen. Ich würde aber eigentlich ganz gerne... Oh, das ist schön, dass du keinen Schaden machst. Langsam in die Richtung hier vordringen. Ja, der eine Gegner steht da unten zwar noch, aber der ist eh fast besiegt. Oh, sieht so schön aus nach wie vor. Und das sind so viele Gegner hier auf der linken Flanke. Es macht mir so ein bisschen Angst, deswegen würde ich da ganz gerne etwas Unterstützung hinschicken. Ich könnte... Na, ich kann gerade nicht gucken, wie viel Schaden der mir machen würde. Aber es wäre schon mal ganz gut, die Schreinjungfer aus dem Weg zu räumen. Ich habe ja auch eine Doppelverteidigung voll. Das heißt, wenn der Schwertmeister, glaube ich, gleich tatsächlich auf mich zukommen würde, dann würde ich den Angriff sowieso abwehren. Oder Leo würde ihn für mich abwehren. Deswegen passt das schon. So, und Camilla, du müsstest mir mal hier mal so ein bisschen helfen. Du kannst ihn zwar... Wobei, du triffst echt nicht gut. Dann kannst du eigentlich auch hier unten bleiben. Da triffst du nämlich ein bisschen sicherer. Manchmal hat sie so Probleme mit ihrer Trefferchance, habe ich so das Gefühl. Weil ist jetzt nicht so dramatisch, aber... Ne? Aber gut, dann haben wir auf jeden Fall unseren Charakteren da links so ein bisschen den Rücken freigehalten, wenn jetzt nur noch der eine hier ist. Die Sache ist, wie machen wir das jetzt am schlausten? Du würdest 15 Schaden bekommen. Dann müssen wir so. Du würdest 26 Schaden machen, aber auch 18 kassieren, was halt echt ein bisschen viel ist, ehrlich gesagt. Die Sache ist... Ich könnte natürlich so ein bisschen auf Abstand gehen mit Katze und Selena. Generell, also ich glaube Svenja... Hat ja auch die Doppelverteidigung voll, wie gesagt. Kommt auf jeden Fall klar und ich würde behaupten, Xander auch. Deswegen wäre es vielleicht gar nicht so dumm, wie gesagt, erstmal so ein kleines bisschen auf Abstand zu gehen. Und Azura, genau, du hattest auch ein bisschen Schaden bekommen. Aber Azura kann dann mal die Brücke hier dicht machen, dass die beiden auf jeden Fall safe sind. So, jetzt muss ich hier nochmal so ein bisschen schauen. Du kommst bis da in die Ecke. Bei dir kann ich es irgendwie nicht sehen. Du kommst bis da. Bis da kommt nur einer. Okay, den können wir dann schon mal anlocken. Das muss ja alles wohl überlegt sein, was ich hier tue. Sonst rede ich mich hier quasi um Kopf und Kragen und ja, dann geht irgendwer drauf. Und ja, ich weiß, ich spiele auf Anfänger, das heißt eigentlich kann niemand drauf gehen. Aber ich möchte es ja auch nicht drauf anlegen. Also ich möchte schon meine Charaktere alle heil hier durchbringen. Es ist so mein geheimes Ziel, Conquest zu spielen und alle Charaktere lebend durchzubekommen bis zum Ende. Das würde mich sehr, sehr freuen, auf jeden Fall. So, was macht jetzt der Schwertmeister? Achso, der macht erstmal gar nichts. Na gut. Da gucken wir nochmal. Achso, ich habe auch eh eine Verteidigung voll. Aber er hätte sowieso keinen Schaden gemacht. Deswegen wäre es manchmal schön, selbst zu bestimmen, wann die sich aktiviert und wann nicht. Aber okay. Ich will nicht meckern. Du gehst auf Azura, aber gut, einmal halten wir das auf jeden Fall aus. Ein zweites Mal... Ach, es geht daneben, okay. Ein zweites Mal eher nicht. Also bei 50% Trefferwahrscheinlichkeit gehe ich eigentlich eher davon aus, dass es trifft, als dass es daneben geht. Das ist mir sonst ein bisschen zu riskant. Im Übrigen... was... Ah, Entlastung, ja. Kenne ich noch aus Awakening. Was mir noch so eingefallen ist, oder worüber ich gerne nochmal reden wollte, die Länge von diesem Projekt. Die Sache ist, das will ich jetzt erstmal platt machen, dass ich ja bislang nur Fire Emblem Awakening gespielt habe, wie ihr vielleicht wisst. Allerdings habe ich da recht lange Parts gemacht, so 40 bis 50 Minuten, weil es ein Wochenendprojekt war. Und da habe ich natürlich nicht so lange für dieses Projekt gebraucht, jetzt in Parts bemessen. Da ich hier allerdings, ich sag mal, normale Partlängen habe. Du machst 11 Schaden. Ich glaube, dann nehme ich tatsächlich erst dich aus dem Spiel.
Da hat er nämlich keine Unterstützung mehr. Nee, also, wie gesagt, von der Partanzahl her habe ich natürlich deutlich weniger gebraucht, als ich hier für Fates brauchen werde. Dadurch, dass die Parts einfach länger waren. Aber dieses Projekt hier kommt auch jeden Tag und da möchte ich eigentlich keine 40-Minuten-Parts machen. So sehr ich dieses Spiel auch mag, also ich nehme es wirklich unglaublich gerne auf, aber es ist ein bisschen viel verlangt, tatsächlich dann jeden Tag irgendwie, weiß ich nicht, 40-Minuten-Parts zu machen. So viel Zeit habe ich dann leider doch nicht, auch wenn ich sie ganz gerne hätte, weil, ja, Fates aufnehmen ist halt schon ziemlich toll. Aber ja, ich habe leider dann doch noch andere Sachen zu tun. Gut, dann kannst... Ui, du mal draufhauen. Nee, also wie gesagt, deswegen meistens so 20 bis 30 Minuten Parts. Klar, manchmal kann es auch sein, wenn ich mit einer Schlacht schneller fertig werde als gedacht, dass der Part dann auch nur 15 Minuten ist. Kann aber auch sein, dass ein Part mal 35 ist. Das gleicht sich irgendwie alles wieder aus. Ach, du hast auch schon Level 6 mittlerweile. Schön. Auf jeden Fall habe ich dann mal so überlegt, sag ich mal. Ich brauche ja meistens so für eine Schlacht zwei Parts. Kann auch mal sein, dass ich drei brauche, ja. Oder auch nur einen Part, wie zum Beispiel bei der Schlacht in dieser anderen Welt, wo man sich verdoppeln konnte. Klar, ich habe den Anfang im Part davor gemacht und das Ende im Part danach, aber prinzipiell für die Schlacht selbst habe ich nur einen Part gebraucht. Aber im Schnitt meistens, glaube ich, so zwei Parts. Ich habe mir so überlegt, ich weiß natürlich nicht, wie viele Kapitel dieses Spiel hat, aber ich tippe mal so auf 25 oder so, weil das bei Awakening auch so war. Und sowohl ja Birthright als auch Conquest als auch Revelation quasi vollwertige Spiele sind, was die Länge betrifft. Was den Inhalt betrifft wiederum, ist es nun mal so, du hast 85, du hast 93. Okay, nehmen wir dich. Was die Länge betrifft, sind es alles drei vollwertige Spiele mit ich weiß nicht wie vielen Spielstunden. Und vermutlich, wie gesagt, so 20, 25 Kapiteln oder so. Oder eher 25. Wir sind ja schon kurz vor 20. Aber so von der Story her sind die drei Seiten schon unvollständig. Also man muss wirklich alle Seiten gespielt haben. Ist hier eigentlich irgendwer mit einem Bogen dabei? Du hast einen Bogen? Du hast einen Bogen. Okay. Nee, man muss wirklich alle drei Seiten, glaube ich, gespielt haben, um die Story im Ganzen irgendwie zu verstehen. So. Das ist halt so der Punkt bei Fates. Ich finde es einerseits unglaublich genial, dass man die Geschichte quasi aus verschiedenen Perspektiven erleben kann und dass jede Geschichte quasi so komplett anders ist. Also, dass die Entscheidung, die man trifft, nicht wirklich nur so ein bisschen was verändert, sondern die komplette Story verändert. Es ist echt interessant, wie ausschlaggebend diese Entscheidung ist. Und ich finde es halt super, dass es drei vollwertige Spiele sind. Es ist natürlich immer fragwürdig, um halt die komplette Geschichte dieses Spiels zu erleben, ob man sich dann wirklich drei Spiele kaufen muss. Ich kann verstehen, dass Leute das vielleicht nicht so toll finden, dass sie lieber die komplette Geschichte in einem Spiel irgendwie gehabt hätten. Und dafür, sag ich mal, Hoshido, sag ich mal, ein bisschen komprimiert, Noor ein bisschen komprimiert, aber beides halt in einem Spiel. Kann ich verstehen, dass Leute das doof finden, dass sie sich wirklich drei Spiele kaufen müssen, obwohl, wenn man sich halt die anderen Seiten dazu kauft, sind die ja nicht mehr so teuer. Aber ja, die Idee ist super, aber ich kann, wie gesagt, auch verstehen, dass Leute das nicht so lustig finden. So, der Boss kommt bis da. Und der Bogenschütze kommt sowieso dran. Okay. Aber hier stehe ich genau beim Boss, ne? Ist irgendwie doof. Wer kommt denn da dran? Nur du. Ich kann dich da auf jeden Fall stehen lassen. Ich glaube, hier möchte ich erstmal ein bisschen auf Abstand gehen. Na, jetzt kommen die zwar an mich dran, aber der Boss kommt zumindest nicht dran. Das ist voll okay. Nee, wie gesagt, finde das super mit den drei Seiten. Vor allem, dass es auch wirklich vollwertige Spiele sind. Aber ich kann halt auch verstehen, dass Leute ein bisschen bedrückt sind, dass sie dann wirklich, sag ich mal, mehr Geld ausgeben müssen als für ein einzelnes Spiel. Was ich eigentlich sagen wollte, ich habe mal so hochgerechnet, wenn wir wirklich so zwei Parts pro Schlacht brauchen und es vielleicht so um die 25 Kapitel sind,
Und vielleicht so um die 10, 15 Nebenquests. Ich habe jetzt nicht genau nachgezählt, wie viele es sind. Man kann ja ungefähr abschätzen anhand der Männer, die man so in diesem Spiel hat, wie viele es sein werden. Ja, ich habe jetzt nicht nachgezählt, aber 10, 15 Stück. Und wie gesagt, wenn ich so von 25 Kapiteln ausgehe, das nächste ist halt 17 bei uns. Und pro Kapitel und pro Nebenquest halt, ja, zwei Parts. Wir sind jetzt, glaube ich, in Part 44 oder so. Da kommt einiges zusammen, tatsächlich. Das war ein schönes oder schöne Erfahrungspunkte, die wir bekommen haben. Dafür, dass wir eine weiterentwickelte Einheit sind. Deswegen... Oh. Hi. Na, sieh mal eine an. Was haben wir denn hier, Leute? Hey, Bruder, ich weiß nicht. Ist doch klar wie Kloßbrühe. Siehst du das da drüben nicht? Sehen? Was sehen? Wo? Oh, mein kurzsichtiger Bruder, ich rede von dem Drachen dort. Wer nennt denn einen Drachen dort? Nein, du schwachköpfiger Pavian. Ich meine den Drachen dort drüben. Warum sagst du das nicht gleich? Drachen sind wie Götter. Los, fangen wir ihn. Ja, machen wir ihn zu unserem Haustier. Ein Gott an der Kette, aber sei vorsichtig. Wir verprügeln ihn, bis er halb tot ist, aber wie sollen wir ihn denn nennen? Nee. Ich glaube nicht, dass ihr das machen werdet. Lloyd und Luvelin. Ob man die irgendwie fangen kann? Weil ich weiß ja mittlerweile, dass Niles die Fähigkeit hat, Charaktere einzufangen. Ich guck gleich mal. Ach, der Boss, der ist mittlerweile auch draufgegangen. Stimmt, da war ja was. So. Nee, was ich auf jeden Fall dazu sagen wollte. Ich glaube, wir haben noch sehr viele Parts vor uns. Also ich glaube, wir sind vielleicht so bei der Hälfte von der Partanzahl her. Weil ich einfach glaube, gut, kapitelmäßig sind wir schon recht weit. Aber wenn ich die ganzen Nebenquests noch mit einrechne, ist das schon einiges, was da noch kommt. Ui, das sieht gut aus. Gekauft. Kann Felicia auch mal ein bisschen Schaden machen. Ich hoffe, das ist jetzt nicht schlimm für euch. Aber ich glaube halt wirklich, dass Fire Emblem Fates Herrschaft so 80, 90 Parts dauern wird. Eben wie ein normales Fire Emblem-Spiel von der Länge her. Und ja. Dementsprechend wird uns das Projekt auch noch eine ganze Weile begleiten. Kann Effie da eigentlich irgendwas machen? Es tut schon ziemlich weh. Ich würde euch ja ganz gerne erstmal hier hinstellen. So, ihr kommt auch nochmal so ein bisschen... Nein, ihr sollt noch ein Feld weiter. Zur Hilfe. Weil da unten haben wir ja alle Gegner besiegt, ne? Ja. Dann bleiben ja nur noch die beiden. Achso, die greifen auch direkt an, okay. Da sind sie aber irgendwo selbst schuld. Da gehört mir. Ich nenne ihn Echsenfresse. Und ich nenne dich Idiot. Vor allem sich mit Effie anzulegen, die einfach 31 Schaden macht, ne? Das ist unglaublich intelligent. Aber gut. Also ich glaube auch wirklich, wenn man bedenkt, der ist sowas von tot. Der Drache gehört mir. Ich nenne ihn Speckbacke. Und ich nenne dich immer noch Idiot. Wenn man wirklich bedenkt, dass wir ja nicht nur Conquest haben, sondern auch noch... Ich mag diese Leute nicht. Birthright und Revelation. Und wenn jedes dieser Projekte wirklich irgendwie 80, 90 Parts lang ist, ja, hallo wach. Nee, es geht tatsächlich nicht, weil Niles hat ja schon die Fähigkeit, aber das funktioniert nicht. Na gut, dann ramme ich dir jetzt mein Yato sonst wohin. Tschüss. Aber ich meine, ich lasse mir halt auch immer Zeit mit den Schlachten. Ich gucke halt genau, welche Fähigkeiten die haben und so. Ich zeige halt einiges an Supportgesprächen. Das streckt das Ganze natürlich, aber es gehört für mich einfach dazu. Und ich hoffe doch, dass viele Leute auch unsere lange Reise hier bei Conquest begleiten werden und eben auch bei Birthright und Revelation. Was? Was ist passiert, Mama? Ich träumte, ich hätte mich in einen Drachen verwandelt. Yeah. Ja, nun, das hast du auch, Kana. Wirklich? So richtig? Du siehst traurig aus, Mama. Es war keine Absicht, ich wollte dich nur beschützen. Aber ich bin klein
und ich fühlte mich nutzlos. Und dann wurde ich so wütend. Ich hörte ein Dröhnen in meinem Kopf. Es wurde immer lauter, bis ich mich selbst nicht mehr denken hören konnte. Entschuldige, ich wollte mich nicht verwandeln. Bekomme ich jetzt Ärger? Nein, sicher nicht. Du hast mich zur glücklichsten Mutter der Welt gemacht. Ich kann mich auch in einen Drachen verwandeln. Was? Mama, du auch? Hör zu, Kana. Es tut mir leid, dass ich nicht oft genug hier war, um dir das zu erklären. Aber ich kontrolliere meine Kraft, indem ich gewisse Steine nutze. Das musst du auch. Sonst gewinnt der Drache die Oberhand. Hab keine Angst. Der Stein hilft dir. Azura gab mir einen. Den kannst du haben. Trag ihn immer bei dir. Danke. Es ist ein wunderschöner Stein. Ich werde gut auf ihn aufpassen, Mama. Aber jetzt, wo ich mich in einen Drachen verwandeln kann, darf ich mit dir reisen? Tut mir leid, Kana, aber du bist zu jung und meine Welt ist zu gefährlich. Schade, Mama. Ich kann wohl warten, aber versprich mir, dass du mich öfter besuchst. Oh, natürlich. Versprochen. Ehrenwort. Und ich hoffe... Nein, ich verspreche es dir. Unser nächstes Mal bringe ich dir ein Geschenk mit. Ja, in Ordnung, Mama. Das ist mein Junge. Sei brav, Kana, und pass gut auf den Stein auf. Huh. Nein, Mama, warte! Kana, ich muss gehen. Viele Menschen verlassen sich auf deine Mama. Ich weiß. Deswegen muss ich ja mit dir gehen. Ich verlasse mich auch darauf, dass du zurückkehrst. Und ich werde nie wissen, ob du stirbst und nie zurückkehrst. Was, wenn ich alt genug bin, um mitzukommen, aber du bist tot? Kana, ich versuche nur, dich zu beschützen. Aber fühlst du wirklich so, dass es eine Qual für dich ist, hier zu sein? Das ist das Letzte, was ich will. Vielleicht... Nun gut, du kommst mit. Mit deinen neuen Kräften ist es vielleicht so sicherer. Ich muss es meinen Freunden erklären. Und du dich von deinen verabschieden. Was? Ich darf mit? Wirklich? Ja, wirklich. Aber die Welt ist anders da draußen, Kana. Es ist kein Spiel. Es ist unheimlich. Ich beschütze dich, aber bist du dir wirklich sicher, dass du dem gewachsen bist? Nun, ich bin nur ein kleines Kind. Aber ich bin alt genug, um ein Drache zu sein. Und meine Mama ist auch einer. Wie die Mutter, so der Sohn. Ich glaube, wir haben einiges nachzuholen. Ja, ich kann es kaum erwarten. Mama, ich habe noch etwas zu sagen, bevor wir gehen. So sagt man als Drache, hab dich lieb. Oh. Oh. So süß. Vor allen Dingen, er sagte, er ist halt einfach wütend geworden und hat dann dieses Dröhnen in seinem Kopf verspürt und ist dadurch dann zum Drachen geworden. Das erinnert mich ganz stark an den ersten, ja, Moment, in dem Svenja dann wirklich zum Drache geworden ist, als Königin Mikoto gestorben ist. Sie ist ja auch unglaublich wütend und emotional geworden. Also das passt eigentlich schon ganz gut. Ich habe einen Gummibogen bekommen. Yay! Also doch, finde ich, wie gesagt, sehr passend auf jeden Fall. Und ich muss gleich echt mal gucken, was er so drauf hat, weil ich würde ihn halt schon ganz gerne mitnehmen. Mal gucken. Und auch mal schauen, wer der nächste auf der Liste dann ist. Ich kann ja leider nicht alle Charaktere mitnehmen. Ich würde halt unglaublich gerne, aber ich glaube, bei Hoshido könntest du die zumindest noch nachleveln, aber auch da wäre es, glaube ich, schwierig. Aber hier bei Noah hast du halt kaum Möglichkeiten, außer die DLCs, um vielleicht zu leveln. Deswegen ist das ein bisschen schwierig. Hey. Leo! Who could have guessed that fate would bring the two of us together like this? Immer schön die Verbindung stärken. Ich möchte ja auch wissen, was passiert. So. Dann lasst mich doch mal kurz schauen. Kanada. Prinz von Noah Level 18. Ist also schon, ja, kurz davor, in die nächsthöhere Klasse aufzusteigen. Ist aber jetzt von den Werten her doch wieder runtergegangen. Okay, es wäre auch ein bisschen hart gewesen. Ja. Es hätte aber auch die Mission, sag ich mal,
um einiges schwerer gemacht, vermutlich, wenn er schwächer gewesen wäre. Wobei die Gegner ja noch nicht mal an ihn dran gekommen sind. Von daher gesehen. Wer ist denn der Nächste, der sich so weiterentwickelt? Gut, Felicia bleibt ja erstmal in der Klasse. Ich glaube, Effi mit ihren Level 18 wäre so die Nächste. Ich muss halt unbedingt gucken, zum Beispiel, dass ich Odin mal ein bisschen trainiere. Aber ich denke, ich mache jetzt erstmal die Nebenquests, die ich jetzt noch machen möchte, bevor wir weitermachen mit dem nächsten Kapitel. Mal gucken, ob ich jetzt noch 1, 2, 3, 4, 8 mache. Auf jeden Fall, bevor wir dann ins nächste reguläre Kapitel gehen, werde ich vielleicht notfalls mal schauen, ob ich den einen oder anderen eine Klasse hochsetze oder trainiere oder sonst was. Aber erstmal ist das, glaube ich, ganz okay. So, wir haben neue Unterstützungsgespräche. Camilla und Svenja. Da bin ich jetzt ja auch mal gespannt. Svenja, ich habe schon überall nach dir gesucht. Camilla, stimmt etwas nicht? Nein, nein, alles in Ordnung. Ich setze mich erstmal hin und... So, ich bin bereit. Das schon wieder? Richtig, es ist Zeit, dass du deinen süßen kleinen Kopf in meinen Schoß legst. Soll ich dir ein Schlaflied singen? Ich weiß, wie schwer es sein kann, einzuschlafen. Camilla, es ist Jahre her, dass ich das zum letzten Mal gemacht habe. Bist du sicher? Mir kommt es vor, als wäre es gestern gewesen. Ich könnte mir stundenlang dein süßes, schlafendes Gesicht ansehen. Komm schon, ich schwöre, dass ich deine Wange nicht im Schlaf küssen werde. Ach, wie mache ich etwas vor? Ich mache es doch sowieso. Camilla, ich bin doch kein Kind mehr. Ach ja? Unsere Beziehung muss sich entwickeln. Ich brauche keine Schlaflieder mehr. Mir fällt kein Grund ein, warum ich dir nicht mehr vorsingen sollte. Sieh mal, es ist normal für Schwestern, sich nahe zu stehen. Aber es ist etwas völlig anderes. Also bist du besorgt, was die Leute denken? Ist das so? Nun ja, ich bin kein Kind mehr und will ernst genommen werden. Oh, du bist erwachsen geworden. Ich bin stolz auf dich, süße kleine Schwester. Hörst du mir überhaupt zu? Ach Gott, die beiden. Und Xander und Svenja auch. Hiya! Ach, Xander, trainierst du etwa immer noch? Solltest dich ausruhen. Svenja, danke, dass du dich sorgst, aber ich darf keine Zeit verlieren. Zum Ruhm in Noas muss ich meine Technik mit dem Schwert verbessern. Als Kronprinz ist es meine Pflicht, für unser Volk so stark wie möglich zu sein. Selbst nach all den Jahren bist du immer noch derselbe, Xander. Wie das? Weißt du noch, ich fühlte mich in der nördlichen Festung immer so einsam. Du warst so lange bei mir, bis ich einschlief und hast nachts dann noch trainiert. Das wusstest du? Wie das? Ich konnte dich vom Fenster aus sehen. Ich sah dir immer, nachdem du gingst, noch ein bisschen beim Trainieren zu. Ich habe damals sogar versucht, deine Hiebe zu imitieren, damit ich eines Tages so stark sein könnte wie du. Das wusste ich nicht. Ich fürchtete, würde ich dir das beichten, würdest du woanders trainieren. Wenn ich darüber nachdenke, werde ich wehmütig. Solch schöne Erinnerungen. Wir hatten so viel zu tun in letzter Zeit, da kamen wir gar nicht zum Trainieren. Wenn du Zeit hast, könnten wir unsere Klingen kreuzen, wie in alten Zeiten. Die Worte erhellen meinen heutigen Tag. Aber es darf nicht wie früher sein. Dieses Mal sollten wir zusammen trainieren. Nicht wie in der nördlichen Festung. Großartig, ich werde mein Schwert holen. Ah, die beiden sind auch echt süß zusammen, muss ich sagen. Na gut, und dann natürlich auch noch Kana mit seinen Eltern. Und hier haben wir noch die ganzen anderen Kinder. Ich finde es immer unglaublich spannend, die Silhouetten zu stalken. Ich weiß auch nicht. Mama! Hey, Mama! Ja, Kana, was ist denn los? Schau mal, ich habe dir schöne gelbe Blümchen gepflückt. Oh, die sind aber hübsch. Danke. Gefallen sie dir wirklich? Natürlich, aber was ist in letzter Zeit nur mit dir los? Seit einiger Weile bringst du mir wirklich eine Menge Blumen, oder? Als ich noch ganz klein war, haben wir oft zusammen Blumen gepflückt. Dabei hast du immer viel gelächelt. Und ich liebe dein Lächeln, Mama. Also habe ich beschlossen, dir ganz viele schöne Blumen zu pflücken. Wer hätte gedacht, dass du so über mich wachst? Aber ich habe eine Bitte an dich. Ich tue alles für dich, Mama. Was soll ich machen? Weißt du noch, wie ich gesagt habe, dass auch Blumen Lebewesen sind? Wenn du sie pflückst, tust du ihnen weh. Und dann verwelken sie und sterben. Du meinst, ich habe dem Blümchen wehgetan? Das wollte ich nicht. Das tut mir leid, Blümchen. Keine Sorge, Kana. Die Blümchen werden dir bestimmt verzeihen. Wichtig ist nur, dass du nicht mehr einfach welche pflückst, ja? Versprochen. Aber wie soll ich dir dann die ganzen schönen Blumen zeigen, die ich finde? Wenn du welche findest, dann komme ich doch einfach holen. Hast du dafür auch nicht so viel zu tun? Für dich habe ich doch immer Zeit, mein Schatz.
Dann ist es abgemacht. Ja, ich verspreche es. Ah, die Gespräche sind irgendwie so süß. Und jetzt bin ich ja mal echt gespannt, wie Kana auf Leo reagiert. Aber wenn ich mal so die Haarfarben jetzt vergleiche, vielleicht hat er doch Leos Haarfarbe übernommen. Ich weiß es nicht. Hallo Papa, kann ich kurz etwas mit dir besprechen? Natürlich, Kana. Was ist denn los? Ist es wegen Mutter? Sie behandelt mich immer noch wie ein kleines Kind. Das ist ganz normal. Du bist schließlich ihr Sohn. Und du bist auch noch ein Kind. Ich weiß. Aber so klein bin ich auch nicht mehr. Ich möchte auch helfen dürfen. Aber wenn ich helfen will, sagt sie, dass ich mit den anderen Kindern spielen soll. Oh, du willst also Pflichten übernehmen, ja? Genau. Ich will, dass Mutter sich auf mich verlassen kann. Aber ich weiß nicht, womit ich ihr eine Freude machen kann. Ich selbst versuche immer, ihr beim Lernen zu helfen, wenn wir beide Zeit haben. Und über sowas freut sie sich? Und ob, sie lernt leidenschaftlich gerne. Oh. Was hast du denn? Ich möchte beim Lernen, kann ich Mama nicht helfen. Stimmt, das ist problematisch. Ich weiß was, Papa. Wir treten gegeneinander an. Wir treten gegeneinander an? Ja, wir sehen, wer von uns beiden Mutter die größere Freude macht. Uns beiden fallen sicher die tollsten Sachen ein. Und wem sie mehr dankt, der hat gewonnen. Ein kleiner Wettkampf zwischen Vater und Sohnemann, was? Ich bin dabei. Echt? Juhu! Doch vergiss nicht, ich habe das Herz deiner Mutter schon mal gewonnen. Wenn es darum geht, sie glücklich zu machen, halte ich mich nicht zurück. Brauchst du auch nicht, Papa. Gewinnen werde ich nämlich, das wirst du sehen. Nun gut, möge der Bessere gewinnen. Das ist auch irgendwie voll niedlich. Leo ist irgendwie ein guter Vater. Doch, ich mag ihn. Wer hätte das gedacht? Aber gut, dann hätten wir diese Schlacht auf jeden Fall abgeschlossen. Es ist ziemlich dunkel. Ich hoffe, ihr könnt alles noch vernünftig sehen. Und dann können wir beim nächsten Mal vermutlich mit der nächsten Nebenquest weitermachen. Mal schauen, wie die so wird. Und ja, ich würde sagen, das war's für heute mit Let's Play Fire Emblem Fates. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, Leute.